Jo, Alter, wie nice. Ey, anderthalb Wochen oder so eine Scheiße. Nee, ab morgen nur noch eine Woche. Ab morgen nur noch eine Woche. Heftig. Obwohl es jetzt auch schon geil ist, dass hier mal in der Heimat so schönes Wetterchen ist. Wir müssen noch irgendwie nach Köln, weil von da aus fliegt das Flugzeug. Stimmt's, Philipp? Genau. Phuket. Phuketovic. Es geht nämlich erstmal nach Phuket. Haben eine schöne Residenz dort gemietet, dass wir auch dort erstmal schön entspannen können nach dem harten Flug. Und Straße frei oder Dead Incoming? Ach, was geht denn jetzt ab? Wow, Feierabend! War Feierabend, Junge. Also wenn einer Flugstunden über Polen braucht mit 2,8 im Kessel, ich kann vermitteln. Es ist ungefähr um 7. Aufgeregt? Nö. Durstig? Ja. Buffen? Kenne ich sowieso. Ja, da geht's aber weit ab. Bist du auch schon aufgeregt, Philipp? Nee. Nee, bist du noch nicht aufgeregt? Ey, Gruß an Hussein, den haben wir gestern auch getroffen aus dem Irak. Nicer Dude. Ja, kotzt mal ein bisschen ab, dass wir nur einen Tag in Köln geblieben sind. Aber es geht nach Thailand. Wir müssen noch ein bisschen was planen für Australien. Ciao. Mahlzeit. Kleines Update nochmal vom Kölner Flughafen. Wir sind jetzt da, haben noch circa ein Stündchen Verweildauer. Wir haben noch schnell was gegessen, was getrunken. Für 10 Euro ein Wasser und ein Brötchen. Für 10 Euro ein Käsebrötchen und ein Wässerchen. Läppische 9,60 Euro. Ja, mein Bruder war noch da, das kranke Schwein macht eine schöne Fahrradtour durch halb Deutschland, 1600 Kilometer. Laufen wir hier schön durch die ganzen Hallen, suchen, wo wir hin müssen, wissen natürlich nicht, wo vorne und hinten ist. Auf einmal sitzt er da hinter so einem kleinen Getränkeautomaten, ist mit Fahrrad nach Köln, Flughafen gefahren und wollte uns noch wortwörtlich verabschieden. Ey, das wird genial, Alter. Wenn die ersten Sonnenstrahlen in diese Linse reinpreschen, Alter, das wird super. Vibes. Das wird super, das wird Hammer. Alter, mal das. Aber sonst fliegen wir ja nicht nach Klettwitz. Wir fliegen ja nach Phuket. Boarding müsste demnächst sein. 12 Stunden dann durchhalten. Vielleicht am Anfang 2 Thai-Whisky, 3 Bier und dann war's das auch. Dann geht's ab in die Waagrechte. Jetzt wie vorgebaut, ne? Jetzt wie vorgebaut für den Flieger. Please fasten your seatbelts. Und anschneiden. Wir sehen uns dann in Phuket. Tschaußen.